Jugendumfrage. Worauf steht die Jugend in Berlin? Dings, mein Kühlschrank ist kaputt, da ich mein Würstchen bei dir reinstecken. I love my fans. My name on Insta ist Emma. Yo! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Diese Straßenumfangarzten sind immer so richtiger Schlagmensch einfach. Und ihr seht zum ersten Mal wieder Outside of the Garden, man. Und wer ist hier am Start, Alter? Benedikt? Ich habe heute einfach geträumt, dass ich mit meiner Familie... Was, Digga? Benny Ehrenbruder heute auch am Start. Benedikt Rudolf Ringer. Heute geht's darum, Leute, wir werden auf jeden Fall eine hübsche Dame finden, die heute mal Real-Life-Tinder ein bisschen... Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war da noch nie. Dass sich ein paar Männer klar machen wird. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, suchen uns eine nette Dame. Herzblatt. Und ich würde sagen, let's go. Okay, Freunde, wir wollen natürlich heute auch eine richtig nice am Start haben, deswegen lass mal gucken, wer das so ist. Hallo? Entschuldigen Sie. Hallo, hey, Schwester. Uff, Alter, sind ja schon mal wilder. Hallo, Mädels. Hi. Na? Hallo. Wie geht's? Gut und selbst. Auch gut? Okay, nein, heute, ich wollte dich mal fragen. Ja. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Hast du einen Freund? Nein. Willst du einen? Nein. Warum nicht? Ich achte auf meine Schule lieber. Oha, Respekt. Aber man kann doch beides haben, oder nicht? Nee, ich will das nicht. Nee? Nein. Die Liebe ist etwas Schönes. Die Liebe macht Spaß. Und auf jeden Fall deswegen, Leute... Oh, let's twerk, man! Wir sind gut drauf. Bruder, was geht? Ey, yo, was geht? Bist du der einzige Schwule hier? Nein! Ah! Oha, Baller, Dicker, er sitzt mit 6 Girls, let's go. Hey, was machst du denn hier? Ich chill hier, ich bin jetzt einfach mal spontan hier vorbeigekommen. Ich hab noch nie so eine Leute in Berlin gesehen, Bro. Immer wo ich hänge, da hängen nie so eine Leute. Du kennst die ganze Welt? Nein, ich hab gerade eben erst kennengelernt. Oh, yalla, gut so, gut so. Ja. Was geht denn hier? Bist du Tänzerin oder was? Was kannst du so für besondere Tricks? Sie kann ficken. Was kann sie? Okay, ich hab mal eine Frage an dich. Ja. Bist du Single? Leider. Oh, wie süß, guck weißt du? Mal, Digga. Oha, wer ist er? Bro, das sind nicht die Average Berliner, Dicker, ich schwör's euch. Okay, vielleicht diese Generation nach uns, die so mit so einem geklauten Einkaufswagen rumlaufen und so einer Flasche Wein und 14 sind und dann hören die so, was verkaufst du hierfür? Und dafür gibt's eine Faust, obwohl der Song geil ist. Aber so, sowas hören die dann und dann machen die so Insta-Stories und so, Hashtag Vibe. Die gibt's hier, ja, aber die gibt's in jeder Stadt. Oh mein Gott, Digga. Sie beißt doch gar nicht. Nein, guck. Ich bin lesbisch. Aber du bist auch lesbisch gewesen, ne? Ja? Was findest du bei Männern richtig geil? Also jetzt so von Aussehen oder generell? Allgemein, sag mal so, was findest du einfach am attraktivsten? Pass auf, sie sagt jetzt so Sachen, die alles ist, was der Typ rechts nicht ist, Digga. Mit jeder Sache, die sie sagen wird, wird er sich so denken, uff, Digga, bra, Alter, ich habe keine Chance. Fuck. Haare und so. Also und Style. Und Style. Ja. Uff, Digga, er realisiert gerade. Also äußeres Erscheinungsbild, sagst du? Ja, weil man kann ja nicht auf Charakter gucken, so. Was würdest du jetzt zu dem Kameramann sagen, so vom Style? Kann man machen. Wie sieht's aus, wenn es zum Charakter kommt? Was machst du da so? Na, sollte einen guten Charakter haben, nicht arrogant sein, ja, und auch sich nicht so cool fühlen. Und vom Außen her locken und kein... Ich feier keine Jeans bei Jungs. Er ist richtig tief im Pocket drin. Was hältst du eigentlich von ihm? Er ist mein bester Freund. Ja. Shit, der Arme. Wie sieht's bei dir aus? Ist wie eine Schwester für mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin raus. Das ist so gelogen, Alter. Das ist so Cap, Alter. Wie findest du sie so vom Äußerlichen? Sie ist wie eine Schwester für mich, aber ich komme aus dem Saarland. Gang, gang. Chips ist meine beste Freundin so. Ist es normal, dass man seine Schwester hübsch findet? Hä, hey, normal, wenn sie von derselben Mutter kommt, dann sieht sie doch aus wie ich. Ja, bruh. Wie doch meine Wärme, Digga. Bruder, die sind 13, ich finde mich weird, das zu gucken. Heute, kennst du mich? Ja, ich hab mal bei Omega oder so gesehen. Ja, genau. Mit deiner Freundin. Ja, voll süß übrigens. Oh, dankeschön. Heute geht's um die Liebe. Oh. Bist du verliebt? Nee, in mich. Nee, sag mal, kompliziert. Du hast einen Crush. Kompliziert. Ja, doch, der ist schon ganz nice. Ja, ist doch frisch, also ganz locker, ganz. Denn heute, wir machen Tinder. Das heißt, viele Männer werden heute um dein Herz kämpfen und du
kannst dir heute einen Traummann raussuchen. Hast du Lust drauf? Ja, okay. Oh, wir haben eine Kandidatin, Freunde. Ich würde sagen, jetzt heißt es nur noch, wir müssen die Jungs suchen. Das ist aber guter Content, Alter, muss man schon sagen. Wie heißt du überhaupt? Tabea. Tabea ist am Start, Leute. Sie sucht heute die große Liebe und deswegen würde ich sagen... Tabea bis jetzt die normalste im Video, muss man einfach sagen, Digga. Bis jetzt einfach die normalste. Let's go. Wir suchen jetzt mal ein paar Jungs. Ich glaube, das sollte jetzt nicht so allzu lange dauern. Bruder, ganz, ganz miese Filme. Der eine will mich gerade boxen, der andere beleidigt mich die ganze Zeit. Ich sag euch eine Sache, wenn euch sowas passiert, dass euch random Leute beleidigen oder euch boxen wollen, macht einfach entspannt, steht drüber und scheißt auf die. Ihr müsst euch nicht auf diese Kacke einlassen. Ich sag euch, der kommt schon wieder. Hört ihr das? Prost raus, Digga, und scheiß drauf. Okay, Leute, scheiß drauf. Hurensöhne. Oh, hier ist irgendwie zu viel Beef am Start. Ich weiß nicht, was mit den Jungs los ist. Aber wir machen einfach mit den Mädels weiter. Du bist doch Dings Cheerleader, oder? Ja. Wie lange schon? Seit 7 Jahren. Sag mal einen Anmachspruch, den dir ein Typ schon mal gedrückt hat, der am schlimmsten ist. Dings, mein Kühlschrank ist kaputt. Darf ich mein Würstchen bei dir reinstecken? Was darf ich meinen? Würstchen bei dir reinstecken. Nein, ich hab mir einfach gegangen. Keine Ahnung, ist wirklich no front, aber mein erster Eindruck bei ihr ist, dass sie sich regelmäßig auf Twitter leakt. Sag mir, dass nicht true ist. Könnt ihr eine Hebefigur? Ja, oh, klar. Kannst du auf ihr stehen? Sie kann kein Cheerleading. Aber warte, du gleich, auf mich warte. Stehen? Ich weiß. Tschüssi. Was machst du im nächsten Video auf? Digga, wir machen so Straßentalente. Digga, mich nicht, okay? Sorry. Hm. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Junge, ich hasse so Leute. Oh, Bruder, ich hasse so. Digga, mich nicht. Oh, nö, Digga, weiß ich nicht. Okay, kennt ihr diese Girls, die so einen so Schätzchen nennen? Man ist nicht zusammen, aber die sagen so, Mäuschen, hör mal zu. Oh, Bruder, Digga, ich hasse sowas. Aber hau mich nicht, Junge. Sie kann auf Boden twerken, das weiß ich. Was kannst du? Ich kann reiten. Reiten? Ja. Worauf? Was willst? Warum reite mal auf ihr? Auf ihr? Nein, ich reite nicht auf ihr. Digga, sie hat gesagt, sie kann reiten. Nimm sie mal hopple hopp, Digga. Bisschen reiten, Bruder. Wie, sag mal, worauf stehst du denn, mein Freund? Also so, wenn ich ein Mädchen sehe und sie hat so hübsche Haare, dann ist okay so, dann kann man so ein Gespräch anfangen und wenn... Bruder, Junge, dann ist okay, dann kann man ein Gespräch anfangen so. Die sympathisch ist und nicht redet wie ein Junge, dann ist schon mal gut. Und wenn dann noch der Charakter passt, dann ist... Wie sieht's aus mit Arsch? Ja, wenn man den Charakter nicht kennt, so, dann guckt man schon drauf. Aber wenn man einen Charakter kennt und sie hat keinen Arsch, aber dafür einen guten Charakter, dann finde ich Charakter ist wichtiger. Ja. Bruder, das Mädel muss gut aussehen halt. Für dich. Es gibt auch Leute, die finden halt einen kleinen Arsch oder keinen Arsch geil. Okay, und wie sieht's mit... Ist mir gar nicht wichtig. Arsch ist wichtiger als ich höre. Schreib mal deinen Traumtyp. Okay, ich sage, was das Wichtigste ist bei dem Girl. Okay? Haare müssen krass sein, Gesicht muss einfach gut sein. Ich finde es nice, wenn ein Girl nicht so dieses Exploration... Instagram Exploration Page Gesicht hat, so was so jeder hübsch findet, sondern einfach so ein bisschen irgendwas anderes, okay? Das ist mein Favorite. Treff mich immer zu den Blonden. Ganz übles Ding. Und dann einfach ein bisschen curvy. Okay. Also auf jeden Fall dunkle Haare. Schwarz oder braune. Was soll ich sagen? Jogginger. Und wie alt muss er sein? Älter als ich. Und größer. Oh, und sie muss kleiner sein als ich. Digga, das geht gar nicht. Es geht nicht. Ich könnte nicht mit einem Girl zusammen sein, was größer ist als ich. Größer. Und dann sag mal dein Instagram, vielleicht gibt's da draußen einen. Wir machen einfach so eine kleine Partnerbörse draus. Luna.berlin mit 2 N. Ich bin 18. Echt? Ja, aber noch nicht lange. Du siehst extrem jung aus. Ja, sieht extrem jung aus. Holy shit. Danke. Wie alt bist du? Ja, denkst du? 17. Bro, er ist locker 21. Nee, 20 würde ich sagen. Egal, zeig mal deinen biggest Move so. Was soll ich für Moves? Bro, Alter, zieh mir bitte jetzt nicht deine Hose dein aus. Dein heftigsten Move, den du kannst. Ich kann Flickflack machen. Ja, mach mal Flickflack. Und dann gehst du so auf Boden, Digga. Und dann machst du so mit so. Ja, genau. Ja, zeig mal, was ihr könnt, alle. Straßentalente heute. Eigentlich Tinder-Video. Jo! Bruder, er hätte dir fast einen Kick gegeben, Alter. Holy shit. Kannst du Flickflack zu machen mit meinen Nägeln? Probier einfach. Aber dann brechen die ab. Ey, Digga. Ey. Bruder, guck mal auf die Kamera. Digga, was geht da für Energy, Alter? Nicht immer auf den Arsch, Digga. Kameramann komplett überfordert. Digga, Kameramann, Digga. Er läuft so rum. Hola, guys. Uff, hello. Digga. Hallo. Ja, zeig mal ein bisschen ein Sixpack. Oh, mashallah. Du, hast du Instagram? Ja, ich habe. Ja? Alexedeo. Ist ein guter Mann. Danke. Ne. Hast du eine Freundin? Keine Freundin. Zeig mal ein bisschen deine Moves. Ich habe gesehen, ihr könnt richtig krass. Oh, erstmal ja. Begrüßung. Bruder. Oh, ist das so Capoeira-mäßig? Oh ja, so Capoeira, oder? Oha, Digga, was geht jetzt aber? Schuh, Digga. Ich frage mich immer, wo... Capoeira ist aber auch ein bisschen strange, Digga, sag ich ganz ehrlich.
man sowas lernt. Ist ein bisschen komisch. Oder wie man darauf... Ich weiß nicht, ob ich es cool finde, um ehrlich zu sein. Kommt, Alter. Hallo, mein Name ist Emma Vega and I'm from Berlin. And my hobby is dancing. Yeah. Okay. I love my fans. My name on Insta is Emma with 3 and follow me on Insta. Bro, was zum Fick, Alter. Okay, Leute, gehen wir nochmal auf die jüngere Leute hier ein. Keine Ahnung, Mann. Seid ihr schon interessiert an Jungs? Ja. Wisst ihr schon, was ihr so gut findet bei Jungs? Braune Haare. Nicht assi. Nicht zum Beispiel wie diese Jungs da, das nicht. Etwas längere Haare, vielleicht Mittelscheitel, so Ringe. Älter als man selbst, aber nicht zu alt. Man sollte noch ein bisschen größer sein als ich. Aber man muss sagen, nicht alle, aber viele Leute hatten einen coolen Style in dem Video, finde ich. Wenn ich überlege, wie alt die sind und wie cool wir rumgelaufen sind mit dem Alter, Bro. Ist krass. Beenden wir das Video einfach hier am Strich. Ich glaube, das ist ganz ausschlaggebend für, was hier in den letzten Tagen passiert. Leute, ich muss euch kleine Geschichte noch erzählen. Der ein oder andere hat es bei Instagram bei mir verfolgt. Ey, ist Gleisdreieck beim Kudamm? Wir haben versucht, eine Prostituierte zu interviewen, haben ihr im Voraus 50 Euro gegeben. Die Frau hat die ganze Zeit nur gelogen. Die hat Trauben gegessen, wollte keine Antworten geben und wollte dann nicht das Geld zurückgeben. Danach habe ich die Polizei gerufen. Die Polizei kam mit einem Streifenwagen, der die ganze Zeit nicht zu uns gekommen ist. Danach hat die Frau dann die Polizei gerufen und hat gesagt, sie wurde beraubt von uns. Auf einmal kamen 6 Bullenautos, wir wurden an die Wand gestellt. Unsere Ausweis wurde einkassiert, wir mussten uns rechtfertigen und die Alte war schon über alle Berge. Keine Ahnung, ob ich Straßenvideos irgendwie noch machen soll oder in welcher Form. Das war auf jeden Fall Leute, richtig schlimm, wie viele Leute mich beleidigt haben, wie oft die mich boxen wollten. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Will der Dame nicht zu nahe gehen, aber ich finde sowas zu 0% wahrscheinlich sexy, wenn eine Frau aussieht wie ein Penner mit 5XL Sammy Deluxe Klamotten. Feier aus irgendeinem Grund die Wave gar nicht. Also jedem das Seine nicht falsch verstehen, jeder hat seinen Geschmack. Ja, auf jeden Fall, Bro. Boah, ich finde es nice. Okay, ich sag's euch ganz ehrlich, was ich richtig nice finde. Okay. Ich finde das nice, wenn ich würde den Style, den perfekten Style von einem Girl so beschreiben. Das muss so ein Stück, ab und zu muss sie rumlaufen wie Penner, aber ein cool. Weißt du, so genau das, was du gerade beschrieben hast. Aber sie muss auch dieses weibliche, Sommerkleid-mäßige rocken können. Die Kombo macht's, Digga. Mal so, Digga. Uff, Digga. Dann schießt du worden, Alter.